Hey, liebes Leswin-Team, so, ich zeige euch jetzt, wie ich Bilder aus einer geschlossenen Galerie eines Users auf meinen Rechner speichern kann. Hier kein Link in der Adressleiste. Und wenn ich aber jetzt dasselbe oder ein anderes Bild, egal, ich kann ein anderes Bild oder dasselbe Bild noch einmal klicken. Und wenn ich jetzt dann wieder das Fenster aufrufe, habe ich jetzt einen Link in der Adressleiste. Und ab da habt ihr schon verloren. Den Link kopiere ich. Öffne in meinem normalen Browser einen neuen Tab. Neuer Tab, leer. Adresse hinein. Aufrufen. Wieder Normalgröße. Und ihr seht, ich habe es in einem eigenen Tab geöffnet. Nicht über Leswin, es wird so das Leswin-Zeichen anzeigt, aber ich fahre jetzt nicht mehr über Leswin den Engine. Natürlich, es wird von eurem Server geladen, das ist schon klar. Aber eure Sicherheit ist somit umgangen. Sage ich in Firefox Seite speichern unter. Ich speichere es gleich da, speichern. Ja, ist schon da, ist mir egal. Jetzt machen wir das Fenster zu. Wir machen auch das andere Fenster zu. Und jetzt? Hacket Leswin Bilder. Ja, das mit den Dingen klappt nicht so gut. Hacket Leswin Bilder. Und im Ordner Image Pop-up, der zum HTML gehört, haben wir schon unser Bild in Vollgröße. Bitteschön. So einfach geht es eigentlich. Ich weiß nicht, ob das absichtlich ist oder ob es euch nicht aufgefallen ist, aber dass der Link dann beim zweiten Mal klicken in der Adressleiste auftaucht, das bricht euch jetzt knack. Und das war's auch schon wieder.